Diese Punkte gilt es dringend zu berücksichtigen, weil hier muss man ganz klar sagen, diese alte Logik, die wir jetzt auch in dieser Vermögenspreisinflation der letzten 10 Jahre auch hatten, die gilt natürlich nicht mehr. Klar, bei Kapitalanlage, Immobilien ist es, glaube ich, offensichtlich, aber auch bei Private Equity gilt es entsprechend. Wohingegen in anderen Segmenten denken wir an das Thema Zinsen vor der Zinswende. Wenn Sie da ein zinsorientiertes Depot verschenkt haben, dann gab es keinen großen planbaren zukünftigen Ertrag. Gegebenenfalls war der sogar negativ. Jetzt mit einem auskömmlichen Zinsniveau wissen wir ja sicher, dass ein gewisser Zinsertrag in Abhängigkeit der Laufzeit natürlich auch des Zinsportfolios, der wird ja auf jeden Fall schon bei der Juniorengeneration entstehen. Von daher muss man sagen, durch die Zinswende auch hier, die Welt hat sich da wirklich geändert. Und auch wenn die steuerlichen und rechtlichen Verpackungsformen konstant geblieben sind, sind doch die Ideen, was den Inhalt dieser Verpackung angeht, noch deutlich neu zu werten.